Wo müssen wir denn jetzt lang? Wo ist denn der Turm? Da hinten. Okay. Vielleicht jetzt nicht unbedingt zu denen zum Auto. Euch können wir nicht vorbei, das können wir vergessen. Das können wir vergessen. Aber vielleicht haben wir hier drüben mehr Glück. Ja. Wir schauen mal, wenn das die Controller-Steuerung absoluter Schmutz ist. Ja, alles klar, wir schlagen uns hier durch. Ein langer Gang. Da irgendein Knopf? Ah ja, der war das. Da konnte ich 180 Grad drehen. Jo. Sieht für mich safe aus. Safe genug, um easy durchzustecken. Stapfen. Ja, okay. Wir stapfen gemütlich. Jemand eingeschlossen? Komm her, Kleiner, ich helfe dir. Er hat viel Blut verloren. Er stirbt, wenn ich ihm nicht helfe. Ja, lass mich mal helfen. So. Besser. Tut mir leid, ich verstehe kein Wort, was du sagst. Salim, Salim. Dein Name ist Salim. Salim. Jody. Jody. Jody? Ja, Jody. Jody. Ich glaube, wir kriegen Gesellschaft. Ach, da bist du. Habt ihr wohl Salaha? Okay. Ich brauche dich jetzt!
Schauen wir mal, das können wir ein bisschen am Arsch. Na gut, ich muss näher rangehen. Na ja, klar. Ja, okay. Machen wir die Lane zuerst mal weg. So, kurz mal Luft holen und fertig. Ist auch schon. Wunderbar. Dann gehen wir mal näher ran, was ich jetzt kann. So, komm, hol mal deinen Kumpel da oben runter, ja? Damit hast du nicht gerechnet. Hätten sie jetzt auch selber erschießen können, also. Komm, wir müssen hier weg, bevor noch mehr kommt. Ey. Oh nein, das kann ich ja richtig gut. Aua. Komm schon, A drücken kann ich, das kriege ich hoffentlich eben noch hin. Ich? Oder wirst du jetzt einfach nur mit einem Mate erschossen? So. Jo. Was eine große Hilfe. Ist okay. Schon okay. Mir geht's gut. Wir sind ein verdammt gutes Team, oder Salim? Er hat nichts gemacht. Da muss ich jetzt hin. Hast du das Tja, Abukin, Chichi? Et Tali, et Baini. Was hab ich zu verlieren? Dein Leben. Ja. Einfach einen kleinen, der wird schon wissen, was er tut. Okay. Sollte man nicht bis Sonnenaufgang fertig sein eigentlich? Ja, da durchzukommen. Wir müssen direkt durch. Bleib bei mir, okay? Wo? Geh mir zusammen drauf. Mach ein Schild. Wir machen das Schild. Man würde sie in Real Life als Cheater bezeichnen können, würde ich sagen. Okay, kletter hoch. So, Kleiner, ich schmeiß dich da hoch. Und dann ziehst du mich hoch, ja? Oder ich zieh springt einfach. Das wäre natürlich einfacher. Ja, zack.
zu einfach. Wir sollten gehen. Dringend. Ja, 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 ich mach hier schon. Schneller als schnell geht normal nicht. Und sie ist nicht schnell. Aber schneller geht nicht. Können wir denn nicht einfach eine Rakete reinjagen? Apropos Rakete. So. Hätten wir das auch geklärt. Ja. Ganz krass, dass da immer noch Leute sind, die da wohnen. So, komm. Schnell durchs Kriegsgebiet durch. Werd sie los! Gerade am Erzählen und dann urplötzlich. Ey, ich habe meinen Kopf mal hingeschmissen und hoppala, ich ziehe mein Messer und hey, ich rahm das dir einfach in den Bauch. So. Geh mal kurz raus. Lass mich mal fahren. Ich mach das besser als du. So, wunderbar. Motor an. Und. Ah. Das ist natürlich smart. Dass der Kleine sich gar nicht wundert. Wir brettern einfach durch. Vielleicht kommen wir unbemerkt hier durch. Moin. Wow, ohne was zu sagen, lassen die uns einfach durch. Klar, das würde so über so funktionieren, ja. Warum haben wir das nicht gleich so gemacht? Wäre doch viel schneller gewesen. Jo, was auch immer du gesagt hast. Jetzt müssen wir getrennte Wege gehen. Ich muss gehen. Ja. Verstehst du, Salim? Nein. Tut mir leid, aber du kannst nicht mitkommen. Du wohnst ja auch hier. Sehr tapfer. Und irgendwann ist das alles hier vorbei. Und du kannst einfach wieder ein Kind sein.
Jamal war hier irgendwo. Ich habe nicht viel Zeit. Nein, nicht. Ja, wo geht's weiter? Wollen wir irgendwie durch? Nö. Perfekt. Hier. Oh, den wird keiner vermissen. So, da ist der Turm. Jamal ist hier. Und da ist die Tür. Okay, ich suche einen Platz beim Haus, wo ich mich verstecken kann. Hier? Du weißt, was du tun musst. Finde Jamal ein. Das ist Jamal. Ich komme nicht nah genug an ihn ran. Du musst das übernehmen, Aiden. Okay. Nein, Aiden. Man darf uns nicht bemerken. Aber das halt so. So. Darf ich da rein? Das bleibt. Okay, fine. Können den umbringen. Ich würde aber lieber jemanden übernehmen. Gut. Such eine Waffe. Eine Waffe, da steht eine Waffe. Ach ja, fuck. Jetzt müssen wir wissen, wo LB ist. Gut. Musste man gedrückt halten. Ich muss es tun. Befehl ist Befehl. Er hat Blut an den Händen, er verdient den Tod. Komm schon, ich schaff das. Ich kann ihn töten. Ich kann ihn töten. Los, weiter. Fast geschafft. Kommt er doch auch nicht rein. Vielleicht? Okay, versuchen wir mal trotzdem den Eingang. Vielleicht lassen die den rein, weil, hey, yo, ich bin hier Obermacker, ich darf da rein. Lol, das geht. Ne? Einfach alle Hops nehmen. Die Tür für mich auf. Ich brauche Hinweise für Jamals Tod. Schnell! Hinweise? Das ist ja nicht mal Blutbad, ne? Was macht er denn hier? Salim? Abi! Abi! La! La tamutja, Abi! Ana bi haja ilayka! La tatrukni! La tatrukni!
Er ist dein Vater? Nima za falci salek. Pakal tu ana kisajikachi. Der wird doch nichts mehr von uns wissen. Ah ja, natürlich. Kann's ihm verübeln. Aber, ja, so viel zum Thema Befehl ist Befehl. Verdammt! Fuck, wir müssen weg von hier! Uns entdeckt keiner! Jetzt irgendeine Aktion, wenn wir wegkommen? Sicher? Wegkommen? Geht doch selbst nicht weiter hier. Hä? Wo willst du hin? Da geht doch durch die Tür. Was wir machen können? Was willst du denn machen? Steh doch auf! Das ist es. Du wurdest doch geheilt, was willst du? Das war mal eine anstrengende Mission. Oh. Zehn Jahre in der CIA, aber das habe ich noch nie erlebt. Der Boss schickt seinen privaten Helikopter, um einen Agenten abzuholen. Alle Oberbosse schwärmen von dir, Jody. Und von Aiden natürlich. Jody,
Alles klar? Wie denkst du, wird es mir jetzt gehen? Hör zu. Ich weiß, das war echt hart. Aber das war's. Wir fliegen heim. Wieder Mission erfolgreich abgeschlossen, okay? Ich werde nie vergessen, was ich gesehen habe, Brian. Niemals. Wie geht's deinem Bein? Besser, wenn das Schmerzmittel wirkt. Und die internationale Gemeinschaft hatte eben angekündigt, die offiziellen Wahlergebnisse anzuerkennen für den neuen Präsidenten Jamal Scheich Sharif. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Und nun gibt es neue Berichte, dass er und alle Regierungsvertreter einem Attentat erlagen. Offensichtlich verübten Unbekannte den Anschlag. Muss Jamal finden und eliminieren. Hoffnung bestand, dass der neu anerkannte Präsident Jamal Sharif in der Lage sein würde, die Konflikte zu beenden, unter denen das Land seit Jahren leidet. Viele Regierungschefs brachten ihr Entsetzen zum Ausdruck. Dieser Anschlag war offenbar nicht weniger als eine kaltblütige Exekution. Muss Jamal finden und eliminieren. Warum sollten wir ihn denn töten? Du hast mich angelogen. Wovon redest du da? Jamal war kein Warlord. Er war der Präsident. Er war der demokratisch gewählte Präsident. Okay. Und der Punkt? Die machen Politik, wir folgen Anordnungen. Du wusstest, ich hätte ihn nicht ermordet. Also hast du mich angelogen. Willkommen bei der CIA, Jody. Das ist kein Kaffeekränzchen, falls du es nicht bemerkt hast. Wir hatten einen Job zu tun, der es erledigt, und das war's. Das ist vielleicht nur ein verfluchter Job für dich. Okay, aber ich bringe nicht irgendwelche Leute um, weil irgendein verfickter Scheißgeneral mir das befiehlt. Was ist los? Wir stürzen ab. Mayday, Mayday. Jody, hör mir zu. Komm runter, okay? Wenn wir zu Hause sind, reden wir über alles, okay? Du manipulierst. Du benutzt mich für deine Drecksarbeit. Welchen Unterschied macht das schon, Joe? Der war schon ein toter Mann, mit deiner oder ohne deine Hilfe. Ich hab Blut an meinen Händen. Ein Kind hat keinen Vater mehr wegen mir. Weil ich dir vertraut habe. Weil ich geglaubt habe, dass wir das Richtige tun. Was bin ich für dich, Ryan? Ein Spielzeug? Eine verfluchte Puppe, mit der du machen kannst, was immer du willst? Wir kriegen massive Turbulenz. Fuck! Ich kann nicht steuern. Hast du mich damals in meinem Apartment auch belogen? Jody, um Gottes Willen, du bringst uns noch um. Niemand wird mich je wieder belügen, Ryan. Jody! Fuck! Tja. Wo sie recht hat, hat sie recht. Mir suchen werden, bringe ich sie um. Sag's ihnen, Nathan. Das ist mein Ernst. Tja. Wo sie recht hat, hat sie recht.
Das war die Mission und das war auch ein sehr intensives Kapitel wieder. Und wir haben einen unentdeckten Weg. Wie sind da Steine entdeckt worden? Ja, das ist blöd gelaufen. Ryan geküsst. Ergreifung entkommen. Waffe genommen. Auf dem Dach gerettet. Unentdeckter Weg. Schade, hätte ich gern gewusst, was, ne? Vielleicht hätten wir auch die Turbulenz im Heli glaube ich nicht, dass wir das hätten stoppen können. Ja. Vielleicht hätten wir auch den nicht töten können. Aber ich glaube es fast nicht, weil dafür war die Story zu sehr geradlinig, sag ich mal. Puh, okay. Ich würde sagen, wie das nächste Kapitel aussieht, sehen wir nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.